gefragt hat, wie diese Produktshots entstehen. Möchte übrigens gerade, für alle, die sich gerade denken, aber dann weiß ja Flo, dass es Vanilleeis war. Nee, ich kann euch diesen Einblick hier hinter die Kulissen nur geben, weil Dumm und Olli verpeilt haben, das aufzunehmen für das letzte Billig versus Teuer, Teuer versus Billig. Deswegen seht ihr gerade hier, wie Olli nochmal das Eis abfilmt. Mit all seiner Konzentration und vor allen Dingen mit der kleinen Möhre. Das ist so niedlich. Das andere Objektiv ist einfach ungefähr, ungelogen, 12-mal so groß. Boah, vor allem, ich habe das jetzt gerade in, das ist immer das Witzige, ich habe das jetzt in Zeitlupe gefilmt, ja. Weil, Freunde, kleiner Tipp, wenn ihr Schwenks macht mit einer Kamera und ihr habt die Chance, in Zeitlupe zu filmen, macht das, denn in Zeitlupe werden Schwenks immer einfacher, weil Wackeln nicht so wild ist. Ja. Ja, siehst du, ich habe mich ja gerade relativ schnell bewegt, aber der Schwenk ist dadurch halt super smooth. Ne? Ja. Jetzt war jetzt am Anfang hatte ich die Schärfe. Das ist ruhiger als meine Hand auf jeden Fall. Die Schärfe noch nicht gemacht. Jetzt habe ich geil. Kleiner Kameratipp. Das war das billige Eis, ne? Sanobub war das, was ich aber geil davon fand. Ja, ich wollte sagen, aber es hat geiler geschmeckt. Ich finde wild, dass halt Häagen-Dazs verloren hat bei euch. Finde ich wirklich. Tja. Wirklich interessant. Loser. Einen wunderschönen guten Morgen, Paul. Hallo. Du, die gute Liz und ich waren gestern einkaufen in der Metro. Du darfst gerne mal auspacken, was wir gekauft haben. Ihr freut euch nämlich schon so lange drauf. Ja, der ist kaputt, deswegen haben wir noch einen geholt. Den müssen wir jetzt essen. Den kannst du jetzt essen. Nee, ich will, obwohl, ich habe Hunger. Aber ich habe eigentlich, oh mein Gott. Es ist ein Schokopudding und es ist ein Schokopudding. Und es sind Schokopuddings und es sind ganz viele Schokopuddings. Und da sind auch mehr Schokopuddings. Und guck mal, Paul, hier. Aber habt ihr auch diese Standard-Dinger? Guck mal hier. Naja, klar, guck doch mal hier rein. Das ist alles voll mit Schokopuddings. Wow. Alles voll. Überall Schokopudding. Oh Gott, ja. Wir werden noch mehr holen. Hier ist der Sieger. Meinst du, Monte? Ich war ja der Meinung, Liz hat ihn jetzt doch geholt, okay. Ich war der Meinung, Monte darf bei einem Schokopudding testen. Ist was Haselnuss. Ist auch kein richtiger Schokopudding. Genau. Aber es ist lecker. Es gab so ein paar Kriterien, wo wir überlegen mussten, können die trotzdem teilnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schokopudding Sahne oben drauf hat. Ja. Finde ich, ist okay, weil das ist ja trotzdem primär ein Schokopudding. Das ist ein Schokopudding. Genau, was ist jetzt aber zum Beispiel mit einem Doppeldecker, der Vanillesoße oben drauf hat? Das ist ja, also ob der jetzt Sahne oder Vanillesoße drauf ist. Ich habe jetzt gesagt, zum Beispiel die so geswirlt sind, die so 50% Vanille, 50% Schokolade sind, die nicht. Wie ist der? Den wirst du bald am Donnerstag deinem Schokotest auch haben. Habe ich bis dahin vergessen. Ist intensiv, würde ich sagen. Geil. Aber ist halt, also jetzt wo ich sehe, dass Monte dabei ist, habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Ja, erzähl doch. Monte ist Haselnuss. Okay, aber ein Doppeldecker finde ich auch schwierig. Doppeldecker weil ist... Weil Vanille macht... Aber es ist trotzdem ein Schokopudding. Vanille macht Schokolade leckerer. Das ist wahr. Da ist eine Schokolade drauf. Ja, aber es ist ja Nutella, da ist ja auch eine Haselnuss. Deswegen ist das... Dann lass ich den. Was nein! Anderes. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Muss Monte, also wir werden es dann schon entschieden haben, nimmt man das mit oder nicht? Vielleicht nimmt man es einfach aufgrund der Popularität mit und macht so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz. Ich finde auch die Kombination super, dass da Monte ist und gefrorene Karotten. Ja, die habe ich vergessen. Das ist für jetzt. Oder bei dir war einfach Speck noch drin. Ja, schmeiß weg. Jetzt mit der Hand weiter essen, ne? Der Löffel ist weg. Der ist tot jetzt. Kann man machen. Der hat... Oh doch. 13 Gramm. Da sagst du was, Paul, weil ich hatte überlegt, neue Kriterien für unsere Tests zu machen. Ja. Ich würde nämlich gerne auch mal einfließen lassen, wie viel Zucker so ein Schokopudding hat. Ne? Ja, ich finde das ein wichtiges Kriterium. Du hast dir aber auch einen Löffel gegeben, du. Keiner Diät dafür. Oh, der war gut. Ja, der ist gut. Ein bisschen zu süß. Finde ich, ja. Aber die Schokonote ist geil. Aber da machen wir jetzt schon zu viel draus. Ja, Freunde, ihr könnt euch drauf freuen. Er ist vielleicht sogar schon live, wenn ihr das hier seht. Ihr könnt gerne mal googeln bei uns auf dem YouTube-Kanal. Schokoladenpudding-Test. Ja, ihr wisst ja, wir sind die einzig zuverlässige Testinstanz. So sieht's aus. Wir haben ein Paket bekommen. In diesem Paket ist etwas drin, für das wir offen gestanden sehr viel Geld ausgegeben haben. Ja, zu viel. Naja, wir sind mal gespannt, also ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Paul. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon nervös, weil da steht echt oft Vorsicht Glas drauf und das Paket sieht echt runtergerockt aus. Das sieht wirklich runtergerockt aus. Das Paket sieht nicht mehr so gesund aus, aber wir machen es mal auf. Aber es klirrt nichts, das ist schon mal gut. Ja, es klirrt einfach aus, Paul. Sagte er. Du machst den Olli, sagst du. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich hoffe, das war nur das Kabel und kein Buchstabe. Oh Gott, du. Oh Gott, wie viel länger ist es denn noch? Zum Fick, warum haben wir eine Festplatte dazu bekommen? Das ist der Trafo, weil Licht. Ja. LED frisst viel Strom. Okay, also nicht es sind so, beide Reihen aufeinander.
nebeneinander. Da ist noch was drin. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Okay. Okay, alle. Wow, das ist laut. Wow. Silvester. Also ich kann euch schon mal sagen, das macht ja nichts, aber die Fernbedienung habe ich bei meinen LED-Dingern auch, die im Hintergrund bei mir mal in den Streams stehen. Und die haben 15 Euro gekostet. Ja, aber sind die auch so geil? Ey, die sind halt nicht custom. Was bist du? Bubble Wrap! Komm, ist glaube ich nicht schlimm. Ne? Das ist sehr enttäuschend. Ich bin so enttäuscht. Ja, aber sie haben sich halt wirklich entschieden. Wow, das war laut. Die Kabel hier auch festzukleben, um mir richtig auf den Sack zu gehen. Entschuldigung. Oh, das ist schön geworden. Hashtag Anger Management. Ist nur spiegelverkehrt. Schade, müssen wir zurückschicken. Oh, ich verstehe. Ja, geil. Ey, ich bin gespannt, wenn das an ist. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Also das hier leuchtet quasi. Ja, ja, okay, genau. Ich bin das ganze Ding, wirklich, ich weiß es. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Wir schließen das gleich mal an. Wir müssen erstmal das andere befreien hier. Doktor. Das ist auch Spiegelverkehr. Doglock. Doglock. Rotkot. Okay, steht definitiv Doglock. Doktor Freud. Nice. Das Freud muss noch da. Ne? Genau so. Ja, perfekt. Aber das passt halt dazu. Stark. Ja, ist genau so. Geil. Ich glaube, das wird nice. Komm ich wieder raus. Ich leg meins dahin. Können wir das anschließen? Ich will wissen, wie es leuchtet. Ja, können wir. Mit der Festplatte? Mit der Festplatte. Ada, Ada. Seid ihr bereit? Ja. Was soll ich das? Oh, nein. Das leuchtet schon sehr geil, okay, oder? Das ist mega geil. Das blinkt brutal. Boah, ist hell, Alter. Das ist schon geil. Weil wo wollen wir es aufhängen? Oder willst du naja, also haben? Es gab zwei Ideen. Ja. Die erste Idee ist da oben ja. In dem Set, Pullover weg und in der Freifläche ran. Zweite Idee, da hinten wäre auch geil am Ende. Da sieht man es leider nie, aber da würde es geil aussehen. Wir machen es einfach so, Terror. Ey, im schneller, lauf schneller durch. Ja, genau so bitte. Noch schneller. Wir hängen das aufs Auto und sind die Polizei. Das ist schon ganz geil, ne? Ja, ansonsten müssen wir uns einen kleinen Ständer dafür bauen, nageln das an irgendwas dran und dann steht das im Hintergrund. Packen wir das irgendwo da im Hintergrund rein. Mal gucken, Freunde, wenn ihr Ideen habt, vielleicht steht es bis dahin schon, aber schreibt gerne mal in die Kommentare. Das stresst mich richtig. Ey, wenn du hinguckst, es sieht aus, als wenn es sich bewegt. Ja. Es sieht aus, als wenn es so shiftet, wenn es nur gelb gerade geblinkt hat. Wir sind fertig mit Copy and Taste. Hund hat Hunger. Und möchte gerne auch was von Kessler. Heißt du Kessler? Ich wollte euch mal zeigen, wie es hier nach so einer Runde Copy and Taste aussieht in der Küche. Na, was willst du sagen? Hier wird noch gegessen. Schmeckt's denn? Erstaunlich, wie unterschiedlich das Fleisch schmeckt. Das war, ne? Ja. Es gibt ihm doch ein bisschen Bacon Crumble. Ich würde ihm ein bisschen Bacon Crumble geben, aber ich darf das ja nicht einfach so machen. Warum bist du denn so? Oh, ja. Oh, ja. Totale Aufgabe. Totale Aufgabe. Was ist Face Derby, Alter? Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist Donnerstag und wir bekommen heute das erste Mal Besuch vom WDR, die ja eine Doku drehen. Mit uns, über uns, weiß ich jetzt gerade gar nicht, also eigentlich über uns, was wir so machen, wer wir sind. Und generell drehen die eine Doku über Streamer, Livestreaming und wie man Livestreamer wird und was dazugehört. Und begleiten aber mehrere, unter anderem halt uns. Und die sind so in knapp einer halben, dreiviertel Stunde am Start. Flo und ich machen vorher aber noch ein bisschen Boxtraining. Der gute Mo kommt, den kennt ihr noch nicht, Freunde. Mo ist unser Boxtrainer, könnte man sagen. Flo! Ready? Meistens ja. Ich bin legit ein bisschen nervös, weil das ja das erste jetzt wieder ist seit meinem Knieunfall. Was wieder mit sehr viel Bewegung, Seitwärtsbewegung und so zu tun hat. Wir gehen's locker an, Freunde. Aber dranbleiben. Und hier seht ihr, wie Flo gerade verkabelt wird. Das WDR-Team ist schon da. Winke. Wir wurden schon beim Training gefilmt. Haben jetzt selber die Vlog-Kamera nicht angeschmissen, weil Flo und ich heute von Mo sehr gequält wurden. Wir hatten keine Zeit, die Kamera zu halten. Also lange hatte ich nicht mehr so ein Brennerich wirklich in den Schultern, Alter. Ich meine, also das ist echt, trinken war vorhin so, direkt nach dem Training war wirklich so,
Ja, übers Gesicht gekippt. Das war wild, Alter. Ich habe das nicht erwartet. Obwohl ich sagen muss, ich bin davon überzeugt, dass er jetzt heute hier, ne? Weil wir haben ja hier Gäste und ich glaube, er hat extra ein bisschen doller gemacht. Basteln wir gleich erstmal unser neues fantastisches Neonschild, das ihr schon gesehen habt, da dran. Mal gucken, ob uns das gelingt. Oder ob wir einfach versterben. Wir testen gleich Schokopuddings, Freunde. Ja, es wurde sich vielfach gewünscht und wir machen es natürlich. Der große Schokopudding-Test von der einzig wahren Testinstitution, das sind wir, das wisst ihr. Fertig-Pizza-Test, Energy-Drink-Test, wir haben alles schon. Mikrowellen, Kammergerichte. Heute endlich, Flo freut sich insbesondere. Ich habe gar keinen Bock. Endlich der Schokopudding-Test. Ich bin gerade selber noch schockiert über meine Bildschirmzeit. Wobei ich aber sagen muss, das ist nicht ganz legit, die Zahl, die da steht. Ja, du guckst ja auch viel nebenbei nachts. Oder? Ja, ich gucke viel nebenbei halt und ich, also wenn ich irgendwie am Rechner sitze oder so, läuft halt auch mein Handy. Freunde, also wenn ihr das sehen wollt, wahrscheinlich, wenn der Vlog draußen ist, wird das Video auch schon fertig sein. Sucht mal einfach bei uns auf dem Kanal nach dem großen Schokopudding-Test, dann findet ihr ihn. Ich bin gespannt und vor allem, wenn wir irgendwas vergessen haben sollten, irgendeine Marke. Wir haben alles gekauft, was wir finden konnten, aber wir leben in Norddeutschland. Ich wette, in Süddeutschland gibt es andere Schokopuddings. Schreibt mal rein, was eurer Meinung nach der beste Schokopudding auf die Welt ist. Welcher ist es? Ich bin gespannt. Ich glaube, die meisten Leute werden sagen, diese Billigdinger mit Sahne oben drauf. Ich glaube, das sind so die Fan-Favorites. Der ganze Schmutz mit der Sahne da drauf und so, ey. Das ist ja nicht mal Sahne, das ist ja das Schlimme. Das ist irgendein Konstrukt, ein gezuckertes Konstrukt, das Bauschaum wahrscheinlich. Das ist nicht so. Nach dem großen Schokopudding-Test, wir haben sehr gelitten übrigens. Surprise, surprise. Das war wirklich, es war sehr lustig, aber es hat uns auch weggeflext. Wollen wir jetzt mal was probieren? Wir haben ja einen neuen Partner bei der Sprechstunde. Das ist nämlich Hue. Und die haben uns, da bin ich sehr gespannt drauf, Spaghetti Carbonara geschickt. Und das wird jetzt hier im Wasserkocher einmal Wasser gemacht. Das ist viel zu laut. Einen Löffel finden, den wir davon haben. Also eigentlich, wie unendlich schlimm ich das fand, dass gerade einfach immer drei Leute mit ihrem Löffel in diesen Pudding rein sind. Ich weiß und ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich. Uel. Schütteln. Heinige macht zwei Löffel. Schütteln? 200 Milliliter. Warum schütteln? Achso, weil der Pulver sich oben absetzt wahrscheinlich. Mal gucken. Oh, meine Allergie. Dieser Pudding-Test hat meine Allergie so schlimm gemacht. Was ist das denn? Aber ich weiß nicht, ob wir das im Vlog haben, aber das war halt wirklich witzig, als ich auf diese Liste geguckt habe, der Sachen, die ich aktuell einfach nicht essen soll. Und da einfach wirklich Schokolade und Pudding steht. Schokolade und Pudding steht, was war trotzdem nice, dass wir durchgezogen haben. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Aber es war schon wirklich nicht geil. Oh ja, also man fühlt sich danach körperlich natürlich scheiße. Also ich bin jetzt kein Pudding-Fan geworden dadurch, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch nicht. Aber mal gucken, ob wir Spaghetti Carbonara fahren werden. Das erscheint. Du hast welche Sorte hast du schon probiert? Bolognese. Vegane Bolognese. Vegane Bolognese, wie war die? Ultra stabil. Also konnte man voll gut machen. Boah, da ist gut. Muss ich mir sowas im Kopf machen? Wie 200 Milliliter Abmesse. Haben die nicht so eine Markierung am Becher? Da ist doch eine Markierung. Da in der Mitte. Oder? Könnte sein. Das kriegen wir mal raus, indem wir das einmal machen. So, 200 Milliliter. Ich hoffe, der schmilzt nicht. Nicht jeder Messbecher kann das gut. Ja. Mit heißem Wasser. Sieht 200 aus. So. Und es ist die Linie? Es ist die Linie. Es ist die Linie. Ja, das kann man merken. Das ist mal smart. Okay. So, aber ich habe beim letzten Mal gelernt, umrühren. Ja. Kann ich nicht drauf, also habe ich es nicht gemacht. War ein Fehler. So. Ja, riecht ein bisschen, aber speckig riecht, so, ne? Riecht ein bisschen streng. Ja, ist mal Speck, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob die wird dann nicht vegan sein, wa? Keine Ahnung.
vegane Baconstückchen. Ja, doch, das sind die alle vegan. Ich glaube, die sind doch alle vegan. Das ist ja geil. Es riecht irgendwie viel zu wurstig, finde ich, Carbonara. So krass nach so einem Wursteintopf. Aber sieht, also soßig, Cremigkeit, sieht irgendwie ganz legit geil aus, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Speck halt. Aber es ist ja vegan. Deswegen kann er ja trotzdem konsistenztechnisch die Hölle sein. Wobei, ich finde, veganer Speck geht klar. Der meiste, den ich gegessen habe, war gut. Wahrscheinlich sauheiß. Gut? Vielleicht machen wir doch gleich eine Schüsselchen, mal gucken. Ich glaube, du magst die Nudeln. Ja? Ja, weil die halt auch wieder diesen Ticken. Al dente. Mag ich, ja. Das ist so minimal zu bissfeste. Freunde, wenn euch das gönnen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Da haben wir euch mal den Code aus unserem Podcast einfach mal hingepackt. Dann könnt ihr euch das gerne mal gönnen. Grüße gehen raus an Hugh. Kann ich wirklich empfehlen. Also Hugh jetzt mal ohne Spaß. Habe jetzt noch nichts. Ich habe jetzt noch keine Red Flags gefunden oder irgendwas. Und geschmacklich. Also ich habe jetzt die Bolognese probiert. Und ich habe jetzt die drehen da Carbonara probiert. Ja, ja. Finde ich ganz geil. Sweet.